Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Schönen guten Morgen. Wir beschäftigen uns heute mal ein bisschen mit Zubehör. Beim Model 3 haben wir ja sehr viel Staumöglichkeiten, Staufächer. Ja, hier überall, vor allem hier in der Mittelkonsole, dort und dort und dort, sehr viel Platz, super. Auch hier drin, super viel Platz und darunter auch nochmal. Also hier haben sie immerhin eine Einlage, da und dann noch diesen Cupholder. Und ich habe immer einen Haufen Zeugs und das verstauen wir jetzt mal. So, Handy können wir hier unterbringen. Zack. Habe ich auch angeschlossen. Da passen zwei Handys rein und hier unten kann man die dann auch connecten. Problem ist nur, wenn ich hier die Tesla Cam benutzen will und den Wächtermodus, muss ich eins von den beiden Kabeln nicht anschließen. Ist auch noch so eine doofe Sache. Da müssen wir mal überlegen, wo wir den zweiten dann wenigstens strommäßig anklemmen. Lassen wir aber mal hier. So, und jetzt habe ich hier ein tiefes Fach. Da kann ich meinen ganzen Krust reinmachen. So, und die brauchen wir auch manchmal. Und dann, ich weiß immer nicht, wo ich meine Karte reintun soll. Vielleicht mal das und noch irgendwelches Kabel, mobiler Hotspot, noch ein USB-Stick. Ach ja, hier, das brauchen wir ja auch irgendwann. Und dann wollte ich noch ein Schild hinten dran machen. Ja, super, ne? Kann man alles gut verstauen hier. So, und weg ist es und niemand sieht das Chaos, oder? Hier drüben, ja, da könnte ich auch was reintun, das ist ja super. Da tue ich mal meine ganzen Kabel rein, die ich so für meine Kameras brauche. Die kann man dann so da rauslegen hier, wenn man da was anschließen will, so, ne? Und das schließe ich mir hier an den 12 Volt an. Oh, der ist hier drunter, das geht schon mal nicht. Check mal das gerade mal aus. Hier ist der 12 Volt Anschluss. Ja. Okay, wie stecke ich das jetzt da mal rein? Ja, so geht das. Kann ich hier das auch anschließen. Aber dann gibt es erste Probleme schon. Meine Kabel, die sollte ich mal hier hin machen. Und ja, der Einlagedinger geht dann nicht mehr. Also da hat sich Tesla schon wieder nichts gedacht. Den kann man auch nicht andersrum irgendwie. Ja, den muss ich dann wohl irgendwie nach hinten verbannen. Schade. Na, machen wir das halt so, ne? Also, ich will ja da eine Stromversorgung haben, also muss man sich dann die, die man haben will, dann noch ein bisschen da so rauslegen vielleicht und dann Deckel runter, ne? Und dann sind die da so, weil ich baue ja hier immer mein Stativ auf, also klappt das auch nicht, ich kann das da nicht mehr aufklappen. Gut, ansonsten, wer das nicht braucht, der kommt natürlich hier dran, das geht schon. Ja, und das hier sieht doch super aus hier unten, ne? So richtig wie eine Müllhalde, ne? Also, ja. Das sieht nicht gut aus, Leute. Gar nicht gut. Also, da muss man irgendwie dringend, was brauchen wir da, was anderes. Habe ich da nicht neulich was im Internet gesehen? Da, die Ann-Christine von Tesla Chaot, beziehungsweise von GS Design, die haben so verschiedene Einlagegeschichten hier. Normalerweise fürs S und X und jetzt ganz neu auch für Model 3. Ja, leider geht ja immer noch kein YouTube hier. Deshalb zeige ich euch das einfach live. Was die sich hier gedacht haben, ich habe sie dann nämlich kontaktet und flupp, kam das Paket mit der Ware. Und das probieren wir jetzt mal aus, wie wir hier dieses Chaos beseitigen können. Erstens, alles wieder rausräumen. Zweitens, mal den Konsolen-Organizer Model 3 auspacken. Da ist er drin. Dieses Teil brauchen wir hier. Es besteht aus zwei Teilen. Das ist so ein Hartschaum, ja. Also, der ist mal an sich stabil, aber sehr leicht. Ein so ein Distanzstück hier, das muss man dann unten reinsetzen und dann da drauf kommt die Konsole. Man muss sich das Teil genau angucken hier, das ist so ein bisschen konisch. Und so passt das dann auch wunderbar da vorne nämlich rein als Distanz und klemmt auch so in den Seitenteilen dann. Es gibt auf der Internetseite, da auf dem YouTube-Channel von der Ann-Christine auch ein Video. Ich mache das ja jetzt noch mal ein bisschen nach. Also das muss hier so rein, damit man es da auflegen kann. Und dann kann ich das einfach so da drauflegen. Vorne hat es
eine Auflage hier am Ende, an der Schräge. Und hinten halt so und dann ist es wunderbar waagerecht. So muss es sein. Gut, räumen wir es mal ein, oder? So, hier können so Ladekarten rein. Die brauchen dann natürlich auch kein Gummiband mehr. Ja, das passt hier wunderbar. Vorne hat es extra so eine Aussparung, wo man die dann auch rausnehmen kann. Meistens beschleunigt man ja, dann sind die auch alle hinten. Genau hier. Ey, die kann man auch so hin und her schieben, das ist kein Problem. Dann habe ich hier so eine große Kiste, wo es irgendwie alles drin. Die passt hier wunderbar, wie angegossen. Das könnte ich vielleicht auch andersrum. Ja, ist auch andersrum möglich. Ist quadratisch hier vorne, das kann man sich überlegen. So vielleicht. Und dann das Quartett brauche ich auch immer. Das kann man auch hier so Platz sparen, da so ein bisschen sich dahin machen. Ja, ihr seht schon, zu viele sollte man natürlich auch nicht reinmachen. Ich zeige euch das nur, dass das hier jetzt super schließt. Das funktioniert alles wunderbar. Ne, man muss sich nämlich tatsächlich jetzt auch noch entscheiden, was brauche ich ständig und was brauche ich weniger oft, weil da drunter hat es ja durchaus auch noch Platz. Ich zeige das nochmal. Wenn man das hier mal kurz, zumindest mal die schweren Teile rausnimmt, sieht man ja, dass hier drunter nämlich genau bis zu der Auflage hier ja durchaus auch Platz ist. Also wenn ich jetzt dieses Teil zum Beispiel gar nicht so oft brauche, kann ich das ja auch hier runter tun. Und dann habe ich oben schon mehr Platz. Und da sieht ihr, da unten kann ich dann auch noch was verstauen. Na gut, ich sollte das jetzt ein bisschen ordentlicher machen, sonst seht ihr das nicht, dass das auch jetzt ordentlich ist. So, und dann kann ich mir hier oben entsprechend auch andere Sachen dann da so reinlegen noch. Je nachdem, was ich da will. Ja, super Sache. Und die fliegen nicht ganz so da unten rum. Es geht also durchaus. Guckt, ich habe schon wieder viel zu viel Kabel, die ich eigentlich nie brauche. Die könnte man auch nach unten alle noch verbannen. Jetzt machen wir das doch mal ordentlich. So, ganz nach unten mal die Teile, die ich ganz, ganz selten brauche. Und dann kann ich das hier drüber tun. Ja, da tue ich diese Sachen rein. Die Sonnenbrille tue ich jetzt vielleicht auch noch da rein. So, ja, das geht so. Das sind dann die Teile, die ich öfters brauche. Alles klar. Und man kann jetzt hier auch noch gucken, wenn das unten ist, was sollte ich dann, also an was sollte ich besonders gut drankommen, die dann vielleicht noch weiter vorne hier hin tun. Und jetzt sollte eigentlich noch das Kleingeld rein, habe ich gerade gedacht. Und so habe ich das doch super aufgeräumt hier. Ganz tolles Teil von GS Design. Schaut mal auf der Homepage hier, könnt ihr euch das angucken. Die meisten Sachen sind auch direkt lieferbar, 1 bis 2 Werktage auf Lager. Coole Sache, hier ist es auch alles dann nochmal näher beschrieben. Ja, wenn man so wie ich unterwegs ist, kauft man sich natürlich alles Zubehör. Und ich habe mich gefragt, ob diese anderen Konsolen, die man da so findet, ob das eigentlich kombinierbar ist. Weil ich habe hier noch eine andere Plastikkonsole, die man oben nur so einsetzt. Und siehe da, das ist einwandfrei mit dem Teil da unten von GS Design kombinierbar. Also ich kann noch mehr hier aufräumen, auf 3 Stufen jetzt praktisch. Also entscheiden wir uns nochmal dafür. Ganz unten mal das Zeug, was man eigentlich nie braucht. Dann da drüber die schöne Konsole hier. Schön sortiert, da sind auch die Ladekarten und noch ein bisschen Kabel und so. Ja, das Quartett brauche ich auch nicht so oft. So, und das können wir jetzt hier auch sauber zumachen, so. Und dann da drüber diese Ablage, wo zum Beispiel meine Sonnenbrille ist, das Kleingeld und noch so ein paar Sachen, die man auch öfters braucht, ganz einfach. Und das Ganze geht immer noch sauber zu. Ja, tolle Sache. Also Geheimtipp für euch. Die Kombination ist es eigentlich aus diesen ganzen Konsolen, die es da so gibt. Super Sache. Ja, schön. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg.